Perlixia. Hallo, danke. Was sagen? Perlixia. Ich kann gleich angeln. Muss ich gleich machen. Muss ich gleich drauf achten. Metallige Laufende. Ja, die Meike hat sie gesehen. Metallige Laufende tragen große Kisten. Vielleicht sind die Laufenden auf Schatzsuche. Die Meinige mag Schätze. Mhm. Die Meinige mag auch Schätze. Also ich sag zu den Sylphen immer fliegendes Gieserkraut oder fliegender Kohl. Kohl trifft's noch eher. Ruhig, hat die Meinige gesagt. Die Metalligen sind beängstigend, so wie die Finstrigen. Die Meinige hasst Beängstigende. Und Beängstigende haben viele Freunde. Noch habe ich Zeit. Ich muss einmal mein Makro rausholen. Im Quiz in Kuwene zum Bartlevin. So lange kann ich warten. Ja. Wenn man wartet, dann geht das eigentlich, ne? Dann kann man auch so Nebenquests mal machen. Wobei, Nebenquests mache ich ja sowieso immer. Das kommt da einfach mit hin. Hier, wie gesagt, mache ich es ja gerade nicht, weil sie für den Waldlauf jetzt auch nichts mehr bringen. Gegen das Gemüse sagen viele. Ich sage immer Kohl, weil sieht aus wie Kohl. Es sieht einfach aus wie Kohl. Aber gut, Kohl ist Gemüse, also passt. Männer in seltsamer Rüstung. Nun, jetzt wo du es erwähnst. Ich habe vor kurzem ein paar verdächtige Typen gesehen. Die haben sich tief im Wald versammelt. Ich habe jedoch angenommen, es handelt sich um Abenteurer. Ja, Abenteurer könnten es auch sein. Aber nein. Da muss ich hin. Furchterregende Typen, die von Kopf bis Fuß in Stahl gekleidet sind, sagst du? Die waren mit Sicherheit vom Kaiserreich. Ich kann jetzt zwar nicht sagen, was sie vorhaben, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Okay. Dann will ich einmal gucken. Östliches Tanalan. Nordwald. Östliches Tanalan. Östliches Tanaland, gehe ich einmal kurz hin. Schauen, ob ich die sehr spezielle Quest finde. Ich frage mich, wie die auf Deutsch ist, weil Deutsch ist ja zensiert und Englisch unzensiert. Ich glaube, die habe. Habe ich. Doch, einmal habe ich sie gemacht. Glaube ich. Weiß es aber nicht genau. So, einmal zum Sandtor, bitte. Bestiarium. Elwig, Sandtor, Wilwig. Sandtor ist da hinten. Ich brauche ja noch diese wunderbaren Scheinchen. Sobald ich die nächste Klasse habe, will ich auch den Schokobo als Begleiter haben. Dann. Dann kann ich die nämlich zusammen leveln. Muss das nicht wie jetzt dann einzeln machen. Wäre nicht ganz so gut. Ich glaube, die Quest sollte ich ja mittlerweile annehmen können. So, das hätten wir. No. Ich habe nur das Gefühl, mit dem Viech kommt man nicht voran. Naja.
Es dauert noch Ewigkeiten, bis wir fliehen können. Also muss ich erstmal damit auskommen. Weil wir sind ja erst bei... Ja, Quest Level 21. 21 ist jetzt nicht so der Brüller. Aber passt. Passt. Wo wart ihr? Wart ihr oben? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir waren oben. Ah, und Feld. Muss es denn jetzt gerade in einem Feld sein? Egal, ich gehe erstmal nach Limsa. Gehe ich hier gleich nochmal hin. Es gibt ja eine Sidequest, wo du ihren Mann finden musst. Am Haus mit roten Laternen und auf Englisch gibt es dazu sehr eindeutige Dialoge. Es gibt mehrere so Quests. Die Postquest hat auch sowas mit dem Typ, der zwei Frauen braucht, weil nur zwei Frauen sein Schwert am besten polieren können. Auf Deutsch ist das nicht so eindeutig wie auf Englisch. Das hier teilweise denkt man so, was zur Hölle geht ihr ab? Ja, gut! Oh mein Gott. Geil. Ja, gut. Die Postquest habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe sie angefangen, aber ich habe sie noch nicht beendet. Das so. Ja, ich hole mir am besten noch mal ein paar Köder. 2 Minuten habe ich ja noch. Man kann ja nie genug haben. Komm, wir nehmen auch mal die Universaldinger mal mit. Können dir nicht schaden. Und was ist es für einer? Otanosee. Das war schon ewig nicht. Und anmelden. Juhu! Lass mich rauf! Lass mich rauf! Wobei, ich freue mich tatsächlich schon, wenn ich mir die Sachen selbst ercraften kann. Irgendwann mal. Also das 50er-Zeugs. Aber dafür will ich erstmal die Sammler alle auf 50 haben. Das kann auch ein bisschen dauern. Achso.
Okay. So. Einmal. Ich weiß. Jo. Okay. Bin ja mal gespannt. Oh, warum wäre etwa kein voller Trop? Wäre aber gut, wenn ich Haie kriegen würde. Ich brauche Haie. Ich glaube, die unteren beiden wären nicht so das Problem. Ich glaube, die Haie sind das Schlimmere. Na, mal schauen. Meistens kriege ich sie ja, wenn wir... Ne? Oh, wenn dieses komische Meer da kommt. Das bunte Wasser. Wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Genau das da. Phantomströmung. So heißen die Dinger. Ich glaube, wenn ich die Erklärung eben richtig verstanden habe. Kommt ihr jetzt mit das hier dran? Wow, da nur Haie! Da ist einer. Nein, das war kein Hai. Das war Tintenfisch. Da ist ein Hai. Ich sag ja, die kriege ich meistens bei der Phantomströmung. Ich bin kein Fan von Fischen. Nagel aus der 444 Punkte. Das ist nicht viel. Komm, ich brauche noch zwei Haie. Ich liebe die Postquest. Ja, wie gesagt, die Postquest müsste ich auch mal machen. Habe ich echt noch nie gemacht. Ich habe es einmal angefangen. Beziehungsweise einmal kurz freigeschaltet und dann habe ich es dann nicht weitergemacht. Angefangen, die ersten paar Dinger gelesen. Und ja.
wieder rüber. Ich hatte eine Wellentänze mit 888 Punkten. What? Ich bin dezent baff. Sophie hat wenig so ein Zauber für die Macht, was hier einige Bosse haben. Mag die Attacke nicht, weil du dir nichts ausweichen kannst. Ja, die ist echt scheiße. Die ist assi. Bin ich jetzt auch kein großer Fan von der Attacke. Ne Dol. Vor uns 2er und kein 3er. Sein, da ist ein Hai drin. Da ist ein Hai drin. Sehr gut. Jo, kleine Ladas. Bitte. Okay. Wow. Mhm. Okay, also erst Grill, dann der andere komische Wurm da. Mal gucken. Ich richte mich tatsächlich einfach nur gerade, was die Gruppe hier gerade schreibt. Deswegen mal gucken. Hundert. Es wäre halt geil, wenn ich mit dem Schar hier irgendwann auch den Hai kriegen würde, ne? Ich hab den bisher nur auf einem. Gut, dann stelle ich mir aber schon mal hier vor. Hier kriege ich verdammt wenig. Das ist eine Qualle. Noch eine Qualle.
Nein! Oh Mist. Mist gebaut. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber bei Bossmechaniken bin ich eh meistens raus. Das hier. Okay. Mit Punkten sieht es hier gerade schlecht aus. Wäre schön, wenn noch so eine Phantomströmung kommen würde. Mal gucken. Kann man irgendjemand die Phantomströmung machen? Punkte! Ich schalte aber trotzdem gleich einmal um. Hoffe ich. Einfach zum gucken. Hey, wir sind schon mal Level 32. Das wird. Solange der Boss Flächen macht auf dem Boden, wo ich sehe, wo der hin will. Okay, aber sobald du sehen musst, steht der Boss. So bin ich raus. Reaktion nicht für das. Das ist doch schnell zu sehen. Ich habe es aufgegeben, wird eh nicht dann hinfallen. Ja, nicht anfassen, weil ich nicht weiß, welchen Sachen vom Boden du anfassen kannst. Nicht. Dass ich denen, die wissen, was zu tun ist. Ja gut, ich bin manchmal aber auch also zumindest unsicher. Probier's dann meistens und wenn ich merke, es ist falsch, dann ja gut, dann mache ich es nicht nochmal. So habe ich zumindest bei manchen Sachen gelernt. Bei manchen Sachen weiß ich es heute noch nicht. Bei manchen bin ich heute noch doof. Okay, jetzt Dickwurm. Das andere kommt Grill.
Also ich werde mein Hai nicht kriegen. Auch dieses Mal nicht. Dadurch, dass die zweite Fahrt jetzt so mies war. Links habe ich ja. So, ich brauche immer noch Hai und ich brauche immer noch starke Züge. So, ich brauche noch einen Hai. Das ist kein Hai. Zumindest einen einzigen brauche ich noch. Ich hab mein Hai. Oh, das war gerade dumm. Das war gerade dumm. Jetzt kriege ich noch ein Hai. Phantomströmung ist ja gut. Ja, und das Knoblauchzeug drunter. Komm schon, wir brauchen eine Phantomströmung! Punkte. Ja, mit Savage ist halt auch echt schwer. Also bei Savage bin ich tatsächlich auch raus. Beim Mountfarben, gut, kommt halt drauf an, ob Sync oder Unsync. Wenn du Sync reingehst, dann ist es schwierig. Wenn Unsync ist, ja gut, dann kann es auch liegen bleiben. Ja gut, träumen, so kriege ich keine Punkte. Weil ich dann nur dumm rumstehe und träume. Ecke. Auf Mount Farm hätte ich auch mal wieder Bock. Dauert mit dem hier noch. Außer mit Fischen. Fischen könnte.
Aber ich habe keinen Bock, alle 2 Stunden fischen zu gehen. Der Leute, dass die so, so liegen können, da musste jeder mit ran. Ja gut, das stimmt. Beim aktuellen, beim alten, ja. Ja gut, ist es halt, kommt drauf an. War ich dumm? Jetzt sollten wir auf Dinges wechseln. Mal gucken. Jetzt noch ein paar Pünktchen hier ranholen. Nein, oh Gott, das war dumm. Nein, 4864, oh, das, da werde ich dann wieder komplett ran vorbeischrabben. Ihr werdet gar nicht wissen, was bald rauskam. Hallo, Dera. Ja, bin ich. War ich. Wie geht's dir? Alles gut? Leck mich. Na gut, ist es wenigstens nicht so knapp wie die letzten Male gewesen. Und passt schon. Passt schon. Ich werd besser. Hey, Level 37. Passt doch. Ja gut, brauche ich gar nicht nachgucken. Brauche ich gar nicht nachgucken. Das ist jetzt extra cute. Aber endlich meine neuen Haare. GZ. Musst du mir dann mal zeigen, wenn ich wieder mit dem anderen online bin. Und wenn du magst, natürlich. Da vorne müsste es Dinges geben, ne? Geh ich mal kurz verkaufen. Hui, 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 hui. Gut, für die brauche ich eh nicht verkaufen, glaube ich. Deswegen... Ich mal so. Wir können das schon mal einschätzen, stehe vor ihm. Wenn er nicht gerade noch am Essen ist, dann ja. Nein! Oh Gott, Hilfe! Nein! Aber mir muss es den Tag auch zeigen. Ich möchte es unbedingt sehen. Ich gucke bitte auch so gerne an der Schafe. Und sonst alles gut bei dir? Ja. Vielleicht habe ich auch sämtliche Fische weg. Das bringt ja eh nichts, sie zu verkaufen, leider. Nein. Das hier könnte ich eventuell... Ja, gut, komm. Machen wir.
die Farbe könnten wir. Wie viel waren es jetzt? Okay. Will ich auch sagen, auf jeden Fall, ich muss mal einen kurzen Abstich. Kurz ist gut! Kurz ist gut! Ich bin mittlerweile nicht mehr mit meinem Streaming Charts auf Light. Ich bin mittlerweile auf Chaos. Verachtung in 3, 2, 1. Kann man hier auch hin. Ich bin auf Phantom oder Phantom oder wie auch immer. Bin mittlerweile auf Phantom. Dauert aber halt, ja, bisschen. Je nachdem, wie voll das Server ist. Habe ich nicht noch irgendwas anderes, was ich verkaufen kann? Gerade nur dezent lost. Gewässererkundung. Schicke ich doch nochmal auf. Weiß ich nicht. Gut, okay, ich habe einfach noch scheiß Internet. Ich merke schon. Also das letzte Mal, als ich nach Shiva gegangen bin. Ah. 5 Minuten. Ungefähr. Pi mal Daumen. Ey, jo. Kosmetikgutschein brauche ich gerade noch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. So. Hier habe ich das Krams. Das kann da ruhig mit hin. Da habe ich nichts. Kommt bei Leder hin. Da kommt das hin. Da kommt das hin. Meine Ordnung wird eh bald dahin sein. So. Gut, das kann ich glaube ich auch noch verkaufen. So. Glaube, dann habe ich's. Also ich stehe hier hinten irgendwo. Auf der westlichen Handelstraße. Bleib hier auch extra jetzt stehen. Kann ich mich einmal schon mal umdingseln? Nee, nicht Projektionsplatte, da ist nichts. So. Ich bin die mit dem Bogen. Mit der Augenklappe. Das grenzt das halt ein. Nichts. Auf Boden setzen. Das Ding brauche ich ja eh recht häufig. Ich bin mir schon auf ich sehr viel und mache niemals. Ich bleib doch nicht stehen mit Randoms. Ich will lieber leben und weniger Schaden. Gut, Schwarzmeier kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Weil Black Mage ist bisher. Ja. Nicht so meins gewesen. Bisher. Aber ich hab's auch. Na, bis wohin habe ich es gespielt? Bis 20? Na, nee, weiter. Ich hab's weiter gespielt. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört hatte. Das ist einfach nicht meine Klasse. Freue mich aber schon, wenn ich gleich den Druiden machen kann. Also bald.
Dingens ist um es gegen Geist, deswegen ist schon Eiger. Passt. Wie sieht das eigentlich mit der aktuellen Agenda aus? Okay, wir brauchen noch einen durch Zufallsinhalt. Die Gillengeheiße muss ich mal weitermachen. Das dauert noch. Fates müsste ich machen. Das habe ich fertig, da unten. Stimmt, was gibt es denn an Nachschubslieferung? Kann ich gleich mal gucken. Nicht mal eine Minute, sag ich doch. Ja, ich hab scheiß Internet. Ich weiß es doch dir. Voll gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Ja. Ja. Das Scheiße, das geht wohl. Ich gebe aber auch, ich muss aber sagen, ich gebe auch sehr viel Geld für unnötiges Glimmers. Wobei die letzten Male hatte ich Glück. Mein Gehilfe bringt mir zur Zeit recht viel mit. Okay, das sieht halt echt richtig gut aus. Welche Frisur ist das nochmal? Das ganze Farbe. Ah, okay, von der Insel. Ja, Insel muss ich nächste Woche weitermachen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin jetzt Inselstufe 7. Ich glaube, Inselstufe 7. Ich war vorhin nur einmal ganz kurz drauf, hab mir mein Steinchen abgeholt und fertig. Nachher muss ich nochmal kurz online gehen. Auf dem Main. Aber erst nachher. Nachher. Weil die Frisur. Welche von den beiden ist das, Dera? Es gibt ja zwei Frisuren. Welche von den beiden ist das? Weil, wenn, dann weiß ich, welche ich mir als erstes hole. Die sieht echt gut aus. Das ist der grobe Pferdschwanz. Ah, okay. Jetzt ist sehr geil. Werde ich mir auf jeden Fall auch holen, Dera. Mir fehlen, glaube ich, noch 1000. Eigentlich habe ich genug, aber ich will ja die Insel noch erweitern. Also ich glaube, 1000 von diesen blauen Steinchen fehlen mir, glaube ich, noch. Damit ich Insel erweitern kann und mir die Friese holen kann. Schniff. Das sieht echt gut aus. Ich glaube, mein Essen kommt gleich. Mein Essen kommt! Und wie mein Essen kommt? Da nix. Dass es gut aussieht. Oder geil, besser gesagt. Und vor allem gut riecht. Da ist ein Blümchen oben drauf.
Soll ich dir was vorbeibringen, Vera? Noch habe ich was übrig. Schmeckt gut? Ich habe gestern das verkauft und dann nicht verarbeitet, damit ich die 6000 vorkriege. Sehr geil. Lecker. Schöne Reste. Okay, so ist bestimmt noch besser als ohne. Da gibt es jetzt auch Arm. Okay. Sagst du mir Bescheid, wenn du losfährst? Ja. Okay. Dankeschön. Schön. Ich dich auch. Oh Mann. Oh Mann. Liebe dich. Bei den guten Hunger und viel Erfolg. Dankeschön, Dera. Dankeschön. Ich werde es mir auf jeden Fall schmecken lassen. Es schmeckt aber echt gut. Ich will ja hier niemandem was vorschmatzen, aber es schmeckt echt gut. Oh, das Outfit ist auch geil. Wo muss ich jetzt erstes hin? Dahin. Finsterwald. Jagdhütte. Huch. So. Aber bis ich mit dem Tag hier zur Insel komme, das dauert ja noch ewig. Da bin ich wahrscheinlich in 2 Jahren noch nicht. Wetten laufen noch übrigens. Wie lange ich brauche. Ja, ich weiß, ich laufe zu weit. So. Komuxio. Die Meinung ist froh, dass die Tanzende zurückgekehrt ist. Was hat die Tanzende herausgefunden? Die Meinung versteht, die Metalligen kommen aus dem Kaiserreich. Das Kaiserreich trägt Kisten und treibt sich tief im Wald herum. Es ist, wie die Meinung gedachte. Die Metalligen haben Böses im Sinn. Die Meinige kennt den Wald sehr gut. Die Metalligen versuchen, sich zu verstecken. Aber die Meinige wird sie finden. Die Meinige braucht mal kurz die Karte der Tanzenden. Die Meinige markiert die Stelle. Genau hier. Dort verstecken sich die Metalligen. Da ist sich die Meinige sicher. Die Tanzende wird für die Meinige nachsehen, ja? Jo. Ja, ich glaube... Den Buff werde ich da eh nicht für kriegen. Aber mal gucken. Also. Hierfür. Weil so schnell kriege ich den Heiler, glaube ich, nicht hoch. Und wieder zurück. Zurück, Marsch.
Die Tanzende ist zurück. Die Meinige ist erleichtert. Die Meinige war besorgt. Hm? Die Tanzende hat etwas gefunden. Und die Tanzende hat ein Papier in der Kiste gefunden. Ein Papier vom Kaiserreich. Die Meinige kann Symbole der Laufenden lesen. Das Papier hat Namen von Essen und Felsen. Essen und Felsen waren in den Kisten. Die Meinige weiß es. Aber die Meinige versteht es nicht. Das Essen und die Felsen auf dem Papier stammen alle aus der Heimat, der Unsrigen. Woher wissen die Metalligen, wo sie es finden können? Gibt es einen Spionierenden in der Heimat der Unsrigen? Verrät der Spionierende alle Geheimnisse an die Metalligen? Die Meinige fürchtet um die Heimat der Unsrigen. Und die Tanzende hat der Meinigen heute sehr geholfen. Die Tanzende muss versprechen, stets eine Freundin der Unsrigen zu sein. Wir nehmen das aber mit. Fünf Level noch. Ich überlege halt gerade, wie lange es noch dauert, bis wir bei der anderen Inni sind. So, weil ich sie noch nicht angenommen habe. Ich glaube, die andere Inni kam mit 24, ne? Meine ich. Thank you.